Er brach den Guinness-Weltrekord, indem er während 3 Tagen in einem Eiswürfel saß. Der israelische Magier Hezi Din war nun wieder in einer spektakulären Aktion zu erleben. Diesmal hing er 100 Meter über dem Erdboden. Zwischen 3 Türmen im Stadtzentrum von Tel Aviv, zwischen Himmel und Erde, musste sich der Magier von seinen Ketten befreien. So eine Aufführung ist selten in Tel Aviv zu sehen. Ich muss sagen, es war ziemlich nervenaufreibend. Nicht nur gefesselt sein, trotz alledem. Ich glaube, so hoch oben in der Luft zu sein und nichts zu haben, das dich unterstützt, ist wahnsinnig und schaurig. Die starken Winde bedeuteten eine echte Herausforderung. Die Seile verdrehten sich und hemmten seine Chancen, sich zu befreien und den Sicherheitsring zu erreichen. Der erste Versuch musste abgebrochen werden, weil sich die Seile ineinander verwickelt hatten. Grund zur Sorge für seine Familienmitglieder, die im Publikum saßen, besonders seine Mutter. Dort oben hängend und es ist dein Sohn. Was macht er dort oben? Um Gottes Willen. Es ist vorbei, Gott sei Dank. Es ist vorbei. Vor einigen Stunden betete ich, dass es Mitternacht sein wird und dass es hinter uns ist. Gott sei Dank haben wir es hinter uns. Hezi Din nannte diesen komplizierten und riskanten Stunt das Fire Act Project. Seine Handverletzung zeigt den Kampf gegen die Zeit, als er versuchte, den Sicherheitsring zu erreichen. Mein Erfolg ist die Tatsache, dass Sie und ich hier unten zusammensitzen. Das war kompliziert, das war schwierig, aber wir hatten das Glück auf unserer Seite. Der Wind war zu unseren Gunsten. Die Seile brannten nicht so schnell, aber auf der anderen Seite hing ich wegen der Fesseln für eine ziemlich lange Zeit mit dem Kopf nach unten. Deshalb machte ich die ganze Entfesselung in wenigen Minuten, nachdem ich in der Luft war. Und das Blut schießt dir in den Kopf und die ganze Welt steht Kopf und fängt an, sich zu drehen. Alles scheint so klein und nun muss ich noch das Seil, das da oben hängt, erreichen. Hezi Din verspricht, mit 3 weiteren, noch riskanteren Projekten wiederzukommen. Was es aber sein wird, wollte er nicht verraten. Wir dürfen gespannt bleiben. NTD News Israel.